Krefeld kämpft noch um die direkte Qualifikation der eingleisigen Bundesliga der kommenden Saison. Dabei ließen sie im letzten Ligaspiel beim direkten Mitkonkurrenten den Samurais aus Iserlohn zwei wichtige Punkte liegen und verloren mit 10:7. Biers Trainer Harald Holthausen im Gespräch. Hat das letzte Spiel gelegen, dass es verloren gegangen ist? Also Iserlohn hat schon in der kleinen Halle sehr, sehr gut gespielt und haben einfach ihre Chancen genutzt, was wir leider nicht getan haben. Ja, und dann kommt so eine Niederlage halt zustande. Was wollt ihr diese Woche anders machen als gegen die Samurais? Ja, im Heimrecht, das ist unsere Halle und ich denke mir, jeder, der hier hinkommt, hat eine Aufgabe zu bewältigen und dann schauen wir mal. Wir sind heute nicht Favorit, sondern Bissendorf ist Favorit, Bissendorf will an 1. Wir müssen eigentlich hier heute punkten, um weiterhin um die Playoffs kämpfen zu können und dann schauen wir mal, wie es nachher ausgeht. Ist das Team heute denn vollzählig? Wir sind heute komplett. Das Einzige, was uns fehlt, ist bekanntlich ja die Eishockeyspieler, aber sonst haben wir 3,5 Reihen. Ich denke mir, das ist schon ganz gut. Jetzt sind es noch 3 Spiele, wir müssen in den Playoffs. Das nächste Gegner werden dann die Rockets sein aus Essen und dann kommen noch Bochum Lakers. Was wird so das Saisonfazit sein? Wo wollt ihr hin? Wollt ihr die Playoff-Direktqualifikation? Also ich sage mal, der 5. Platz würde uns eigentlich genügen, um in der ersten Liga zu bleiben. Allerdings ist es natürlich für jeden und natürlich auch für uns das Ziel, mindestens 4. zu werden und in die Playoffs zu kommen. Und dann ist alles machbar und alles möglich. Thank you.
Dass wir ein sehr intensives Spiel gesehen haben mit zwei guten Mannschaften, die 60 Minuten lang konsequent ihre Aufgabe, die vorgegebene Aufgabe der Trainer umgesetzt haben. Das Spiel wurde ein bisschen nickelig. Ein paar Entscheidungen von den Schiedsrichtern, tut mir leid, kann ich leider nicht nachvollziehen. Ich denke mal, der Krefelder Trainer wird das genauso sehen. Aber insgesamt bin ich also zufrieden mit meiner Mannschaft. Auswärtssieg in Krefeld, wo alle riesen Angst davor haben, was ja hier zu spielen, weil die Halle ist ein bisschen eigenartig, ist sehr schwer zu spielen für alle Mannschaften. Ne? Und ich denke mal, wir ziehen jetzt unseren Weg weiter. Ich hoffe, dass wir morgen in Ahaus, dass es nicht zu viel Kraft gekostet hat, dass wir morgen in Ahaus nochmal einen doppelten Punktgewinn einziehen und dann am Ende des Wochenendes wieder Tabellenführer sind. Dein Fazit zu dem Spielverlauf? Ja, wir haben ein ganz gutes Spiel gemacht. Bissendorf ist eine starke Mannschaft. Wir waren kurz davor, den Ausgleich zu schießen oder sogar das Spiel zu drehen. Aber Bissendorf war diesmal leider einen Schritt schneller. Ihr habt es relativ schnell mit 2-0 zurückgelegen, seid nochmal rangekommen. Wie siehst du die letzten paar Minuten des Spiels, ein paar Entscheidungen des Schiedsrichters, die vielleicht nicht nachvollziehbar waren? Wie siehst du das? Ja, wenn der Schiedsrichter pfeift, ist es leider so. War vielleicht auf der einen Seite dumm von uns, aber im Grunde müssen wir das hinnehmen, was der Schiedsrichter sagt. Als nächstes Spiel kommen die SAC Rockets aus Essen, direkt damit Konkurrent um Platz 5. Wie siehst du da die Chancen für die Besten, ins nächste Spiel nochmal anzugreifen? Das ist ein Spiel, das müssen wir gewinnen, da gibt es kein Wenn und Aber. Das Spiel muss zu 100% gewonnen werden, wenn wir die Klasse halten oder sogar Playoffs spielen wollen. Da gibt es kein Wenn und kein Aber.